Die Ärztekammer Westfalen-Lippe ist vom Gesundheitsministerium des Landes NRW dazu beauftragt worden, die Brustzentren, die im Krankenhausplan benannt sind, zu zertifizieren. Diese Aufgabe übernimmt seit 2005 die Zertifizierungsstelle EKCRT Ärztekammer, die die Vorgaben des Anforderungskataloges für die Brustzentren in NRW überprüft. Durch eine Zertifizierung werden wir als Brustzentrum durch eine externe und unabhängige Stelle gewissermaßen unterstützt, uns fortlaufend zu verbessern. Das ist wie ein Spiegel, der einem vorgehalten wird. Und wir erhalten kontinuierliche Rückmeldungen. Wie läuft so eine Zertifizierung ab? Jährlich besucht ein Systemauditor oder Auditorin von EKCERT, das ist ein Facharzt mit Auditorenausbildung, im Rahmen eines Audits die Brustzentren. Wir gehen dort in die beteiligten Abteilungen, Ambulanzen und Stationen. Wir prüfen dort das Qualitätsmanagementsystem, die Strukturen, die Ergebnisqualität, aber auch die Qualifikation von Ärzten und Pflegepersonal. Wir befragen auch Mitarbeitende und prüfen stichprobenhaft Dokumente und Akten. Alle 3 Jahre begleitet uns im Rahmen der Rezertifizierungsaudits ein Fachauditor oder eine Fachauditorin. Heute ist das Frau Dr. Drüppel. Fachauditorin, so wie ich, ist ein Chef oder Oberarzt, Oberärztin aus einem zertifizierten Brustzentrum, die zusätzlich eine Schulung gemacht hat als Fachauditor. Und als Fachauditorin prüfe ich die medizinische Qualität vor Ort in den Brustzentren im Hinblick auf die Einhaltung der Leitlinien und die Empfehlung der Fachgesellschaften. Und zwar machen wir diese Prüfung in allen beteiligten Fachabteilungen. Das heißt also nicht nur in der Senologie, sondern auch in der Onkologie, in der Strahlentherapie, Radiologie und Pathologie. Das Ziel hierbei ist es, Frauen und auch Männern, die an Brustkrebs erkrankt sind, eine möglichst hohe Qualität in der Behandlung zu garantieren. Werden die Anforderungen an Brustzentren in NRW erfüllt, kann das Zertifikat erteilt oder aufrechterhalten werden. Auf jeden Fall hat die Zertifizierung für die Patientinnen und Patienten Vorteile, dadurch, dass wir quasi gewissermaßen überwacht werden, ob wir auch immer nach dem aktuellen Stand und den aktuellen Leitlinien der Fachgesellschaften agieren.